Der Kindergarten Epiphanias in Münster ist jetzt ein ganz ausgezeichneter. Die Kita hat nämlich das Siegel bekommen, faire Kita. Was sich genau dahinter verbirgt, darüber reden wir gleich. Vorher erklären uns aber schon mal die Kinder, was sie gelernt haben und was es eigentlich heißt, fair zu sein. Fair bedeutet, dass richtig, wie beim Fußballspiel, dass wenn man hinfällt, dass man einen Freischuss hat. Wenn man eine faire Kita ist, dann hat man auch faire Kinder und die helfen. Was auf diesen Dosen, wo Essen drin ist, da ist auch manchmal so ein Zeichen drauf. Dass alles fair gehandelt ist. Dass jeder was kriegt, weil es gerecht ist. Und gerecht ist zum Beispiel, wenn der Fußball, mit dem Kinder in Münster spielen, nicht von Kindern in Indien genäht wurde. Denn Kinder sollen spielen und nicht arbeiten. Im Prinzip ist das politische Bildung für die ganz Kleinen. Damit haben sie sich diese Auszeichnung verdient. Und ihr versucht, gerecht zu sein mit den Menschen, die überall leben, ne? Mit den Kindern und auch mit der Natur. Die Idee, sich um diese Auszeichnung zu bewerben, hatte die Elternvertreterin. Jutta Emming weiß, dass Eltern manchmal von den Kindern lernen. Die Kleinen bringen alles immer schön mit nach Hause und das war mir sehr wichtig, dass dieses Thema dann insofern auch nach Hause getragen wird, über die Kleinen dann an die Großen geht. An diesen Effekt glaubt auch die Kita-Leiterin. Plötzlich stehen die im Geschäft und überlegen dann doch noch mal, aufgrund der Tatsache, dass die Kinder so gut Bescheid wissen, dass sie vielleicht doch zu einem anderen Produkt greifen sollen. Und die Kinder erinnern sich vielleicht auch daran, wie das mit dem fairen Fußball gewesen ist, wenn ihnen die Werbung zur WM einen anderen verkaufen will. Von der Projektstelle Faire Kita begrüße ich jetzt Jasmin Geißler bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie gehören ja nicht zu der Kita, sondern zu dem Netzwerk, die diesen Preis vergibt. Ich war etwas erstaunt, wie niedrig doch die Hürde ist, um den Preis zu bekommen. Also man muss zwei Produkte nachweisen, wo man sagt, die beziehen wir jetzt in der Kita aus fairem Handel. Das klingt jetzt nicht so viel, was sich da verändert in der Kita oder was bewegt das Projekt? Also wir haben den Einstieg erstmal grundsätzlich niederschwelliger gehalten, damit die Hürde nicht so groß ist. Denn man muss überlegen, wenn man in eine Kita kommt, die noch nie was vom fairen Handel gehört hat, dann ist das erstmal eine große Herausforderung, sich überhaupt der Thematik zu öffnen und zu schauen, was gibt es denn da. Und wir haben ja auch den Fokus auf den Bereich der Bildungsarbeit. Und das ist dann schon etwas, was natürlich deutlich höheren Anspruch hat als nur die Einführung von zwei fairen Produkten. Okay, und wie sieht diese Bildungsarbeit in der Praxis aus? Also das machen die Kita-Leiterinnen vor Ort und da bekommen Unterstützung? Das liegt immer ganz an der Kita selbst. Wir haben Unterstützungsangebote, das heißt Fortbildungsangebote. Wir können auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in die Kita schicken. Die Einrichtungen können aber auch gerne einfach unser Material nutzen und es selber umsetzen. Und einige sind auch super kreativ und entwickeln eigene Dinge, wie zum Beispiel ein eigenes Bananenspiel, das wir dann später auch produziert haben in einer größeren Auflage als Brettspiel. Was ich ganz spannend irgendwo finde, ist, das wurde auch gerade im Film angesprochen, dass die Kinder quasi ihre Eltern dann bewegen, Mensch, achtet doch mal darauf, was kauft ihr ein. Das kann man natürlich auch kritisch sehen, dass man, wenn große Firmen das versuchen, große Marken, Kinder zu Werbeträgern zu machen, dass das doch schon kritisch ist. Ich meine, es gibt ja auch andere Dinge, die nicht das Fair-Trade-Siegel haben. Also wie funktioniert das? Also da ist es bei uns so, dass wir natürlich immer die Fairhandelsimporteure empfehlen und nicht nur explizit das Fairtrade-Siegel. Mhm. Und dass wir natürlich auch sagen, wir suchen die Anknüpfung ja über Themen. Also es ist nicht so, dass wir die neuen perfekten Konsumenten heranziehen wollen, sondern wir haben den Schwerpunkt wirklich im Bildungsbereich. Und da geht es uns darum zu schauen, wie passen Kinderrechte da rein. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, auf Zugang zu sauberem Wasser, auf Zugang zu Gesundheit. Und genau das ist es ja, was das Fairhandelssystem ausmacht. Den Zugang zu Bildung. Und bei den Produkten, um ganz klar zu sagen, kann auch eine Kita ausgezeichnet werden, die sagen, wir machen faire Produkte mit dem Bauernhof von nebenan. Ja, super gerne. Also regional geht immer vor fair und auf keinen Fall bitte ein regionales Produkt austauschen gegen ein faires Produkt. Und es ist doch auch viel schöner, wenn ich mit den Kindern zum Bauern gehen kann, die Äpfel pflücken kann, die dann gepresst werden zu meinem Apfelsaft, als letztendlich Orangensaft oder andere Säfte zu kaufen, die ganz weit die Welt umreist haben. Vielen Dank, dass Sie uns das heute Abend hier nochmal erläutert haben. Ja, danke für Ihren Besuch. Danke. Wie wär's denn?